Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Welcome back, Leute, auf der Ersatzbank gegen Hertha. Zum nächsten Spiel. Bin natürlich etwas gefrustet, aber wir lassen Hertha in Rosa spielen. So. Alter, wie haben die das so gut modelliert? Ist ja der Hammer. Oder war Ibisevic schon drin? Weiß ich gar nicht. So, wir heute vielleicht mit unseren letzten Einsätzen für Darmstadt. Wobei ich glaube, so schnell werde ich nicht verkauft. Gladbach ist dann auch noch drin. Oh, Regen. Fritz Weider wieder. So. Wir sind da auch noch nicht sicher, für wen wir dann eingewechselt werden, falls wir überhaupt eingewechselt werden. Beobachten wir einfach mal das Spiel. Und wir spielen natürlich wieder unseren Rundfußball. Ey, ich sitze lieber bei Hertha auf der Bank und werde eingewechselt, als diese Scheiße zu spielen. Vielleicht kann ich ja auch irgendwie zu Frankfurt wechseln, dann muss ich mit Alex Meyer spielen. Ich sag ja, ich weiß nicht, in welche Liga ich wechsle. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt wechsle, es müssen Angebote kommen. Beziehungsweise muss der Verein ja mein Transfergebot erstmal annehmen, aber ich werde auf einen Wechsel pochen. Also ich werde den Draxler Spasti spielen und auf einen Wechsel pochen. Ich habe noch ein halbes Jahr Restvertrag, aber im Prinzip tue ich dem Verein noch was Gutes, ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag. Sie setzen mich so gut wie nicht ein, sie haben Alternativen auf meiner Position. Also sie sind nicht punktemäßig zumindest nicht schwächer, wenn sie mich nehmen, also von der Spielerbewertung. Und dann kriegen sie vielleicht noch Kohle für mich. Oh je. Gerade ein Artikel gelesen, dass Season 3 von Overwatch am 22. endet. Da ist das Video hier schon längst raus. Da muss ich noch ein bisschen spielen, ey. Zweite Season war ich Platin. Wurde halt Platin gesiedelt. Oh, schönes Ding. Ja, Mensch, Kinder. Was ist denn da los? Wer ist denn... Ui! Nicht schlecht. Aber der Junge spielt doch, glaube ich, auch jetzt für den Shiplock, oder? Oder ist der Shiplock? Auf jeden Fall war ich Platin gesiedelt in Overwatch mit 2509 oder so. War dann mittleres Gold und hab dann endlos Punkte verloren, ey. Gibt 400 von diesen komischen CP-Punkten. Ich glaube, da kann ich mir nicht mal eine Soldier-Waffe kaufen. Bin ja Soldier-Main. Und das Humble-Bundle. Nein. Echt jetzt? Ich habe auf Humble-Bundle das Freedom-Bundle gesehen. Das ist ein $600 Spielepaket für gerade bei 30 Euro. Bis hier die Überschrift von GameStar zitiert. Der Witz ist, beziehungsweise das Geile ist, die Initiatoren wollen damit ein Zeichen gegen die Immigrationspolitik von Donald Trump setzen. Wusste ich gar nicht. Nach ungefähr der Hälfte der Zeit hat sie mit dem Freedom Bundle bereits mehr als $4,2 Millionen für den guten Zweck eingebracht. Gleichzeitig haben die Initiatoren das Paket mit 16 zusätzlichen Spielen erweitert, die Liste. Chroma Squad, das habe ich mir letztens gekauft, so eine Chance. Fuck, man, ich habe mir das letztens für 13 Euro oder so gekauft. Also echt, also, ja, das, falls das Video noch kommt, während das Bundle noch aktuell ist. Ach nee, ich sehe es gerade, geht nur bis zum 20. Schade. Wer sich's geschnappt hat, hat auf jeden Fall wirklich nichts falsch gemacht. Da ist Stardew Valley drin, Stanley Parable, Robot Roller Derby Disco Dodgeball. Ein geiles Spiel, wo man aber, glaube ich, als Epileptiker ein bisschen vorsichtig sein sollte. Day of the Tentacle ist drin, Guacamele, hat echt geile Teile dabei. Super Meat Boy natürlich, habe ich ganz vergessen. Mein Controller gerade vibriert. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich hier nicht das Spiel kompetiere, weil es macht ja gut dato.
Ich surfe halt nebenher gerade etwas im Web und bringe lieber da ein paar News, die halt jetzt so zweifelsfrei schon im Woche alt sind. Weil, älter, ich glaube, das hier kommt an einem Montag. Geplant ist, dass die erste Folge am Montag, den 20. kommt. Das hier ist durch die 6.7., das heißt, das ist der 25. oder 26. jetzt, wenn das Video erscheint. Ich würde mich übrigens gerade nicht einwechseln, weil die spielen ja gut. Oh, Conan Exile hat ein Patch bekommen. Wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Na, gucken wir uns mal das Spiel weiter an. Also ich sag mal so, Hertha hätte schon das ein oder andere Tor schießen können. Ah, Obina, der war auch kacke, ey. Zwar hatte jeder Scheiß noch einen Taktikfuchs als Trainer, laut den Kommentatoren. Er macht sein Ding, das kann in die Hose gehen, aber wenn es funktioniert, und es funktioniert im Moment, dann kann er sagen, ich habe alles richtig gemacht. Nichts so ungut, aber unsere Jungs haben hier gerade mehr Glück als Verstand. Aber wisst ihr was, ich glaube, ich lege mich fest, ich werde das letzte Saisonspiel der Hinrunde nicht spielen für Darmstadt. Auch wenn sie mich aufstellen, werde ich wahrscheinlich... Ach, wobei, das ist eine Hurensohn-Aktion. Also, wenn sie mich aufstellen, muss ich es eigentlich spielen, aber ich habe ja keinen Bock, das zu spielen. Oh Gott, das lädt lang. Ich glaube, ich werde eingewechselt. Ja, für Heller. Wir sind rechts außen. So, spielen wir die letzten 20 Minuten. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Die Folge geht 6 Minuten. Das heißt, wir nehmen, falls es das zweite Spiel gibt, das zweite Spiel halt mal mit. Dann wird das halt mal eine XXL-Folge. Wenn die Pestfolgen sind ja an sich schon todeslang. So, ich habe versucht, ihn zu Ja, ich habe es genau richtig gemacht. Das war mit meinem Plan. Statt ins Kopfballduell zu gehen, versuche ich einfach mal zu bedrängen, weil das Kopfballduell gewinnt ja eh nie. Tor! Ich habe keinen Spaß. Ich habe mir auch noch überlegt, ob ich Joker trainieren soll. Das, wenn ich beim größeren Verein bin. Oh, aber das war von Shiplock auch. Ich hätte nicht gedacht, dass er da noch legt und dass ich den so gut reinmache. Kinder sind wieder da. Muss sagen, ich sehe mich entweder als Stammspieler bei sowas wie Darmstadt oder halt als Bankspieler bei Hertha oder so. Und ich habe kein Problem damit, auf der Bank zu sitzen, ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar manchmal sehr, sehr, sehr erfrischend. Ach, ich hab das Abseits. Oh, scheiße. Hab ich nicht gesehen. Ja, ich sag ja, Kameraperspektive ist aus dem Winkel mir etwas nicht so geil. Ja, Kinder. Wie zentral muss ich mich denn noch hinstellen? Oh, komm schon. Shiplock, geh doch hin! Geh doch dahin, Shiplock. Boah. Also wäre ich Trainer, würde ich sagen, die spielen gegen mich. Ich bin Spieler, die spielen halt auch gegen mich. Man muss dazu sagen, dass das jetzt natürlich noch ein guter Abschied war. Vor der Heimkulisse noch ein Tor gemacht. Ich möchte mir halt nicht vorwerfen lassen. Also würde ich mir auch in echt nicht. Selbst wenn ich wechseln würde und ich würde das glatt kommunizieren und sagen, Leute, geht nicht weiter. Ohne eine Veränderung. Kann man ja machen, bis zuletzt alles für den Verein geben. Wenn der Verein sagt nein, dann trotzdem die Leistung bringen. Ich verstehe halt Spieler nicht, wie zum Beispiel Hakan Çalhanoğlu bei seinem Wechsel zu Leverkusen. Das ist ein Krankschreiben, das ist so scheiße. Finde ich ungeil. Dann lieber Lewandowski, der ganz klar sagt, ja, er geht, aber trotzdem noch übertrieben die Leistung bringt in seinem letzten Dortmund-Tor. Sowas respektiere ich dann halt auch. Sowas hat dann mal Respekt, weil du holst dir deinen Spieler, du weißt, selbst wenn der mal von dir geht, bringt er trotzdem seine Leistung.
wurde es zu viel. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gern. Und so wäre ich als Spieler auch. Ob klares V-Spiel kann man jetzt so sehen, nicht. Ja, auf jeden Fall sehe ich das, würde ich mich hier auch so sehen. Selbst wenn ich gehen will, würde ich trotzdem versuchen, nach wie vor alles für den Verein zu geben. Auch um... Ah, ich möchte gehen, ich habe fucking den Vertrag unterschrieben. Also muss ich mich dran halten. B, für zukünftige Vereine auch ein Signal setzen. Guck mal, selbst wenn es irgendwie hapert, ich gehen will oder sonstiges, ich kämpfe trotzdem. Trotzdem alles für den Verein. Ich meine, die zahlen hier dein Geld. Ohne den Verein jetzt nicht zu fressen. Im Zweifelsfall. Stopper, oder? Ne, da wieder. Naja, ich sag gar, ich verstehe solche total Verweigerer nicht. Hat das nicht hier Paillet jetzt auch gebracht? Lass es West Ham sein. Am Schluss hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. Beide Mannschaften haben am Ende alles oder nichts. Am Schluss hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. Ja gut, Ballbesitz technisch schon. Bester Spieler des Spiels. Und das halt völlig zu Recht. Das heißt, ich werde, obwohl ich eigentlich keinen Bock habe, das nächste Spiel dann zu spielen vorm Wechsel, werde ich es trotzdem spielen. 5 Torbeteiligung in 10 Spielen. Kann ich sich sehen lassen. Ah, gegen HSV. Jetzt ja. Ach, ich stehe heute in der Startaufstellung. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. So. Ja, ich würde sagen, wir spielen das auf jeden Fall noch. Die Folge geht jetzt 10 Minuten. Gister nimmt es mit Darmstadt auf. Training. Kapitänsrang. Wo haben wir es? Auch noch 19 Tage. Dann wäre ich guter Kapitän. Man muss auch dazu sagen, ich habe mich auch sehr kapitänsmäßig bisher verhalten eigentlich in den Spielen. Also ich bin der dann, ich habe gegen Frankfurt habe ich uns die Scheißkarte habe ich geholt, um Zeichen zu setzen. Also und weil ich halt dumm war, aber habe gekämpft, habe die Karte bekommen. Das erwarte ich auch vom Kapitän, dass der vorangeht. So, überspringen. Ab ins Game. Wo spielen wir denn? Ach, rechts außen. Ein bisschen auf Stammposition. Gut, mittlerweile können wir sie ja spielen, weil wir sie auch so spielen mussten. So, zack, zack. Schön am Hamburger Spieler vorbei, ey. Jetzt zack, Mitte. Ah, fuck. Dachte, es klappt vielleicht. Egal, komm. Vielleicht mein Abschiedsspiel. Möchte ich nämlich auf jeden Fall gut spielen. Dann ist halt die Frage, ob wir gehen, wohin wir gehen. Wer uns nimmt. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Ja, ja, schade. Wäre Rosenthal da aktiver hin? Da hätten wir da schon was reißen können. Perfekt antizipiert. Wer spielt denn da vorne? Kollack ist das doch, oder? Obina, komm. Obina, Mann! Ach, geh da doch ran. Warum bin ich jetzt doch mal komplett links? Ja, ich stehe halt, wenn man dieses Positionsspiel anguckt, stehe ich halt total bescheuert. Aber ich stehe halt für meine taktischen Eindrücke her komplett richtig. Weil ich kenne hier die scheiß Mannschaft. Ich setz halt die Abwehr unter Druck. Ich mache das, was eigentlich der Shiplock machen sollte. So können die mich in Ruhe kombinieren. Die können sich den Ball zuspielen. Alles. Frühes Pressing, ey. Jetzt komm, gib ihn her. Gib ihn her, gib ihn her, gib ihn her, komm. Größter Trumpf in der vergangenen Begegnung definitiv der Trainer war. Er hat einen klaren Matchplan. Er schaut sich den Gegner an. Er weiß, was die eigene Mannschaft kann und was sie nicht kann. Und er findet immer die richtigen Lösungen. Durch die Abwehr. Rosenthal 1-0, komm. Oh. Traum wäre es natürlich, wenn Bayern kommt. Ich bin ein junges Talent. Ich bin ja, glaube ich, noch 17.
Ein junges Talent. Ich habe okay Scorer-Werte. Ich bin nicht so teuer. Weil wir Bayern, glaube ich, eher warten würden, bis mein Vertrag ausläuft. Ich war gespannt. Also es kommt mir wirklich auch nicht auf den Tabellenplatz vom Team an. Also es wäre natürlich Pluspunkt, wenn jetzt irgendein Team fragt, die sind in den ersten drei oder so. Also Bremen ist doch, glaube ich, gerade in der Saison ganz gut. Wenn es Bremen fragen würde, müsste ich mir ja primär gucke ich mir die Formation. Wie spielen sie? Wie sind meine Chancen auf Einsätze? Weil wenn ich bei Bayern überhaupt nicht spiele, bringt mir auch der Bayernwechsel nichts. Und das wäre wahrscheinlich der Fall. Oh, schöner Kopfball von mir, schöner Kopfball von mir. Ach du Spacko, Alter. Also, können wir uns nochmal angucken. Ich bin der Meinung, er hätte ihn einfach auf mich spielen können. Zack. Und jetzt sieht man, ich bin direkt neben ihm. Er hätte ihn einfach annehmen. Jetzt ist das direkt rüberschieben. Er hätte zumindest versuchen können, ich wäre frei vom Tor gewesen. Bruder. So. Ich soll defensiv spielen, ja. Defensiv vom Arsch. Dazu sage ich, ich nur die Traineranweisungen halt auch die ganze Zeit. Oh. Oh. Ich stehe halt auch. Ganz ehrlich, ich ignoriere, was der Spiel sagt. Ich stehe dann halt auch richtig. Also ich stehe ja gut. Oft. Nicht immer. Oft. Oh. Ich deck doch nicht den fucking Linksverteidiger. Das ist heute, den ich hier gerade angefangen habe. Ach so, der andere Müller. Ja, das war auch so dumm, der hätte ihn einfach zurückhalten können. Nikolai Müller soll sich mal etwas zurückhalten. Jetzt kommt, geht drauf, geht drauf, geht drauf, geht drauf. Warum ist da keiner? Ich weiß schon, warum ich mich in der Mitte orientiert habe. Dass der ankommt, ist ein Wunder. Jetzt mal ohne Witz. Das ist ein Wunder. Wäre der reingegangen, das wäre das unverdienteste Glückstor der Welt gewesen. Ja, welcher Müller hat jetzt ein Dribbling hingelegt? Weil ich habe halt wirklich eins hingelegt. Das heißt, jetzt gucken, dass ich hier irgendwo stehe. Ich versuche meistens an der Strafraumgrenze zu stehen, um die Ablocker zu kriegen, weil wenn die Flanke kommt, kann ich wenig machen. Ich kann höchstens noch mit reinlaufen und gucken, dass ich irgendwie einen Querpass abbekomme. Komm, 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 komm. Pressing, Jungs. Schön. Der kämpft wenigstens, weißt du, er gewinnt auch nicht. Ist es wie mit mir. Nicht jede Aktion ist gut, er gewinnt nicht jeden Zweikampf. Er haut auch mal vielleicht einen Pass irgendwie daneben, aber er kämpft wenigstens. Der hat Bock. Der presst. Der will den Angriff früh unterbinden, der will hier was aufbauen. Spielerisch. Und nicht nur, ich hab den Ball, ich flank ihn nach vorne. Ich hab den Ball, ich flank ihn nach vorne. Ein langer Ball. Scheiße, war der schlecht. Aber ich sag halt trotzdem. Versuch. Es ist ja kein Problem, wenn du. Ja gut, ich sag mal so, das war jetzt halt dasselbe, was die machen, nur in kurz, aber. Ich sag ja auch nicht, dass die hier keine Fehler machen dürfen. Beispielsweise, wenn der Pass jetzt, wenn jetzt die Flanke nicht ankommt, mach ich doch Obina keinen Vorwurf. Deswegen war es trotzdem ein guter Versuch. Das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn er jetzt irgendwie in die Außenlinie dribbelt und schießt. So, Aufnahme sind schon 19 Minuten. Ey. So, zack, direkt abgeben, damit der den Ball nicht bekommt. Dumm gespielt, hätte ihn rechts spielen müssen. Er hätte ihn an den Rechtsverteidiger abgeben müssen. Der hätte ihn dann mir durchschieben können. Ich stehe hier so dermaßen gut. Zack.
Also, wir haben die schlechteste Verteidigung der Liga. Geil. Ah, ein bisschen zu lang gelaufen. Ich wollte noch nach links gehen, hat die Kamera sich gedreht. Scheißegal. Langer Pass. Na, das Ding ist, der HSV spielt halt genauso scheiße. Ja, klar. In welchem Leben kriege ich den denn? Wie Ibrahimovic oder was? Jetzt Rosenthal bleibt nicht so noch am Boden liegen. Mädchen. Mann, oh Mann, wie ich das hasse. Ich steh auf und spiel weiter. Ja, den ich gerade das Bein gebrochen hat. Nein, der war schon wieder so richtig dumm. Also, wäre der durchgekommen, wäre der richtig dumm gewesen, weil ich ihn wieder verzehrt hätte. Ja, egal, war gut rausgespielt, habe ich gut gemacht. Chance nicht rein, aber trotzdem. Lilovic für Michael, für Nikolai Müller. Auch hier warte ich an der Strafraumgrenze. Ein bisschen abseits, um mögliche Abpraller verwerten zu können. Oh. Kollack, leg ihn quer, leg ihn gleich quer auf runter, genau. Oh, scheiße. Ah, das war... Ah. Nee. Okay, da stand ich im Weg, sorry. Da stand ich im Weg. Tja, das schießt eh... Das Ding ist, ich habe noch nicht oft genug geschossen, um das auch nicht drauf zu haben. Ah, okay gemacht in der Defensive. Ah, oh, klein heißt dafür. Oh, diesmal finde ich Rosenthal aber echt einigermaßen stark, also... Na gut, Kollack ist echt auch gut drauf. Ich hätte mir Wechsel vielleicht gewartet. Ich nehme wieder den, der außen steht. Dicker Santos ist das, glaube ich. Gib ihn. Ey, ist das dein Ernst? Guck mal, da steht einer genau vor mir. Ich nehme den, der 30 Meter weiter weg steht. Ich bin schlau. Oh, hau ihn einfach nach vorne, hau ihn einfach nach vorne, hau ihn einfach nach vorne. Bist du denn Hurendum? Da steht ein Meter von dir weg. A, zu weit, muss ich sagen, B, hätte man auch kriegen können. Also war nicht die beste Flanke, aber hätte man auf jeden Fall kriegen können und weiterverarbeiten. Aber wie immer, wenn sowas schief geht, würde ich keinem von den anderen Vorwurf machen. Zumindest vielleicht in dem Moment, aber so zack. Jetzt so der hier schön reinflanken, komm. Schönes Ding. Nein, warum macht der wieder nicht rein? Da sieht man mal wieder, wie konterstark diese Truppe ist. Und mit etwas Glück hätten sie das Tor auch gemacht. Gut gekontert, nicht gut genug. Jetzt will ich nochmal sehen. Alter. Der war ja schwerer zu verschießen, wirklich. Er ist ein Rechtsfuß, der hätte einfach rechts reinschießen müssen. Oh, Waldschmidt für den Sopper. Sehe ich jetzt nicht unbedingt als Stärkung für die Offensive. Wetten wir, der macht gleich eins rein. Das ist halt ohne Scheiß. Den kriegt niemand von uns. Nur länger. Da gibt's keine Chance, dass auch nur im Ansatz einer von uns an den Ball kommt. Oh, gerade auf mich auf die Uhr. So. So, jetzt mich hier nicht ab. Fotzen. Bam! So. You talking to me? Ich wollte übrigens auf den 8er spielen, aber macht den. Mich denkt mir nur so, du Penner, spielst nochmal, ja, weil wir geschossen, ey. War Kollack, der den vorgelegt hat, oder? Herr Kinder. Würde ich mal sagen. Jetzt GG. Da sucht er seine Vordermänner.
Ich sag ja, ich versuche es wenigstens. Und irgendwann klappt es dann halt mal. Ja, Spahic. Auch ein Spieler, den ich nicht so mag. Nicht so mein Fall. Ich werde hier trotzdem abseits stehen, es wird ja nichts sicher drin stehen. Falcons sehr gut auf Freistoß. Ich weiß auch übrigens nicht, wie man die Standards im PES schießt. Und ich habe, glaube ich, erst 1,5 Meter geschossen und den kläglich verschossen. In 9:1 Torschüsse gegen den fucking HSV. Und das kann ich offiziell sagen. Ich habe noch auf 0 auf Schwierigkeitsgrad getroffen. Aber gut, letztes Spiel auch schon. So. Rennen, Junge, rennen. Ja, renn halt nicht, du Spasti, ey. Mann, Mitspieler hinterlaufen hat der auch noch nicht so zu 100% verinnerlicht. Komm, einfach rein da. Ich möchte mal gerne die Wiederholung sehen, ob die Flanke kacke war oder ob die okay war. Ah, schade, gibt keine. Komm, die 5 Minuten halten wir jetzt noch aus. Jungs. Alter, warum die verteidigen gelernt? Warum wir die schlechteste Verteidigung der Liga sind, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wer so ein Aufbauspiel hat, der muss auch nicht wundern, wenn er hinten 10 reinbekommt. Pro 2 Spiele. Ich find's ja schön, dass die ganzen Stürmer nicht kommen. Hinaus auf die Außenbahn. Rausgeschlagen. Dann wenn sie kommen, stehen sie genau neben mir. Da versucht er die Abwehr zu. Alter, 4 Minuten Nachspielzeit, der ist doch gekauft. Ja, ich krieg bei ihm mehr. Auch eine saugute Idee, den einfach wegzubolzen. Ja, komm, pfeif ab. Ja, easy, 1-0. Das Ding ist, wir müssen gegen Gladbach eh noch spielen, weil ich fucking nochmal noch einstellen muss, dass ich wechseln will. Bester Spieler. Ja, ich sag ja, jetzt haben wir mit Darmstadt durchgespielt, kann man sagen. Nee, also. Ich möchte die Art Rumpfenfußball einfach nicht mehr spielen. Wir sind 9. Klar, es ist, jetzt ist echt mehr, aber Verlust, wenn ich gehe. 6 Scorer in 11 Spielen. Das ist okay. Ich habe auf jeden Fall Gas gegeben. Kommen erstmal die Spieler des Jahres. Asien ist immer spannend. Da käme ich nie jemanden. Ja, wobei, doch klar. Also die Asiaten, wenn ich kann. Also die Japaner, Kagawa und so. Jetzt kommt, glaube ich, Südamerikas Fußballer des Jahres. Das ist bestimmt irgendwie. Kann jetzt nicht mal irgendwie. Ich hoffe, dass es zum ersten Tag der Transferperiode anhält, dass ich meinen Wechselwunsch äußern kann. Hä? Müssen die in Südeuropa spielen, Südamerika spielen und so? Ich habe eine tolle Beziehung zum Chef. Ja, ich nicht. Spasti, ey. Ja, hier, Mannschaft des Monats Dezember. Easy. Jetzt nehmen Lewandowski, weißt du? Mann. Ja, komm. Ja, Wolleck. Es wird unterbrochen. Ich werde es informieren, falls Angebote für sie eingeht. Darmstadt hat klar gemacht, dass sie an dir festhalten wollen. Sie bieten gutes Geld, aber an deiner Stelle wäre ich geneigt, auf ein besseres Angebot zu warten. Joa, ich bin wohl auch in dem Standing, wenn ich das gerade überflogen habe, dass ich dem Verein sagen kann, dass ich, nee. Alter, Digga, ohne Scheiß. Transferanfrage. Alter, das ist ja dämlich. Ich muss sagen, zu welchem Verein ich wechseln will. Boah. Das ist schwierig und das mache ich jetzt wirklich ernst. Das ist echt schwierig. Dann muss ich mir echt die Mannschaften anschauen. Also ich möchte erstmal in der Bundesliga bleiben.
Weil er nicht irgendwie Mannschaften auswählen, dass ich gucken kann. Erstmal Tabelle, genau. Groben Überblick. Ja, Hoffenheim, Mainz, Leipzig würde ich auch eigentlich ganz geil. Hoffenheim, Mainz, Frankfurt, Freiburg, Leipzig, Ingolstadt, Bremen ist abgerutscht, Hamburg, Köln. Ja, irgendwas, was ein Zehner hat am besten. Jetzt kann ich irgendwie die Mannschaftsstatistiken von ihrer Mannschaftsinformation. Ah, da sehe ich um die Formation, das ist ganz gut. Mainz wäre auf jeden Fall was für mich. Gladbach wäre was für mich. Ja, die spielt auch wieder komisch. Dann Leverkusen wäre auch was für mich, glaube ich. Wobei Leverkusen spielt, glaube ich, genauso wie wir. Dortmund wäre was für mich. Würde ich halt wahrscheinlich nicht spielen. Frankfurt. Ah, Frankfurt spielt. Ah, ich bin 4-5-1. Problem. Ich möchte nicht zu einem spezifischen Verein wechseln. Okay, ganz ehrlich, auf Spaß nehme ich einen FC Bayern. Ich bin wirklich komplett aus Jux ein FC Bayern mit der Begründung, sie haben fucking keinen Ersatzstürmer. Also klar, Thomas Müller, aber sie haben abgesehen von Thomas Müller keinen Ersatzspieler. Und sie haben, glaube ich, auf der Bank da noch einen Platz frei. Ah nee, das ist Müller. Das ist so ärgerlich. Ja, sie haben Feldhahn auf der Bank. Ich sag mal, ich sag mal, ich alle Scheißvereine zwei Innenverteidiger auf der Bank. Außer der HSV. Leipzig wäre eine Option. Aber die haben zu gute junge Spieler. Bremen wäre auch eine Option. Hätte ich auch Bock drauf, aber die haben halt Kruse noch einen ganz guten November. Die sind ja nicht alle ganz gut aufgestellt. Wolfsburg hätte ich ehrlich gesagt auch Bock. Rein von der Mannschaft her, also mit Mario Gomez zusammenspielen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich werde wirklich aus Scheiß beim FC Bayern anfangen. Problem, ich glaube nicht, dass wir hier in diesem Jahr... Wobei, ich habe eine andere Idee. Wir fragen bei fucking Liverpool. Zu Jürgen Klopp würde ich auch gerne gehen, ey. Ich frage bei Liverpool. Komm, Kloppo. Ach ja, hier kann ich mal die Strategie angucken. Ach, das sieht auch noch rumgebolzt aus, aber da würde ich halt im, da würde ich halt im Jahrtausend nicht spielen. Ich wäre in England, wenn dann Manchester United Fan. Da würde ich halt auch im Leben nicht spielen. Aber ich würde Bastian Schweinsteiger zusammen dann zumindest in einem Kader mit Bastian Schweinsteiger sein. Unter José Mourinho zu arbeiten, wäre doch fett. Schwierig. Wieso kriege ich die ganze Zeit E-Mails? Ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Frankreich bin ich wirklich eine Hure, da würde ich nur zu Paris gehen. Lyon finde ich auch geil, aber da würde ich echt nur zu Paris gehen. Da würde ich nach Frankreich wechsle ich nur, um einen Titel zu holen. Die haben keinen Ersatzstürmer. wäre eine Idee. Oh, und natürlich meine alte Liebe in Italia. AS Roma. Die Roma wäre ein Traumverein für mich. Muss ich gucken. Aber ich bezweifle stark, dass ich bei den Vereinen eine Chance hätte. Ajax Amsterdam, wie sieht's da aus? Ah, da hätte ich überall keine Stimme. Ich muss ja zum Verein wechseln, wo ich zumindest ein Wechselspieler bin, weil wenn ich Titel gewinne und der ganze auf der Tribüne sitze, super, bin ich halt Meister geworden, aber hab nichts davon. So nach dem Motto. Ach, das ist die zweite Liga in Spanien. Liga Santander. Mal gucken, was so ein Suarez für eine Stärke hat. 92, ey. Puh.
Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine schwierige Entscheidung. Das ist Mexiko, da habe ich jetzt auch nicht so viel Bock drauf. Ich könnte es mir echt, ich bin ja offensiv, beziehungsweise Stürmer oder rechts außen. Ich könnte mir halt so einen Verein wie Gladbach, ich könnte auch Hamburg richtig gut vorstellen. Und die haben halt auch gerade Scheiße im Spiel. Aber ich werde keine Transferanfrage richten. Doch, die Transferanfrage richte ich an Bayern. Haben wir schon gesagt, das mache ich jetzt einfach. Aus Spaß wirklich, also ich glaube nicht, dass die mich nehmen. Wenn die mich nehmen, gehe ich natürlich hin. Ja, ich will zum FC Bayern. Zeit vorstellt. Mal schauen, ob ich die Antwort rechtzeitig bekomme. Oh, ich stehe in der Startformation. Das ist ärgerlich. Aber ich würde sagen. Aua, jetzt habe ich mir gerade den Fuß gestoßen. Das machen wir dann aber auch schon in der nächsten Folge. Weil das ist sonst hier echt ein bisschen zu blatt. Also, Kinas. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.